Auch wenn er sich auf dem roten Teppich im Hintergrund hält, Sven Martinek kommt noch immer gern mit seiner Ex Simone Tomalla zu Events. Trotz Trennung ist die Verbindung eng, vor allem zu deren Tochter Sophia. Das ist mein Ziehkind, was soll ich da sagen? Ich kenne das kleine Mädel, seit sie 5 Jahre alt ist. Das, so eine Beziehung bricht ja nicht einfach mal ab. Beide verstehen sich sogar so gut, dass der Schauspieler bei seiner Ziehtochter Sophia Amor spielte. Wie er jetzt im bunte.de-Interview verrät, war er es, der Sophia Tomalla mit seinem Freund, dem Rammstein-Sänger Till Lindemann, verkuppelte. Ich habe die beiden damals bei Rock am Ring vorgestellt und es passt wie Arsch auf Eimer. Fertig, aus. Sein Gefühl sollte ihn nicht täuschen. 3 Jahre ist der schöne TV-Star schon mit dem Rocker zusammen. Ihre Beziehung halten beide aber aus der Öffentlichkeit raus. Es ist einfach mein Privatleben und das werde ich nicht öffentlich verkaufen und preisgeben. Wir haben eine tolle Beziehung, ich bin stolz auf meine Beziehung, aber ich finde, das sollte immer noch privat sein. Bilder des Paares gibt es deswegen nur selten. Sophia postet auf Facebook und Co. lieber Schnappschüsse mit ihrem Ziehvater Sven Martinek. Weiß der etwas über die nicht abreißenden Hochzeitsgerüchte von Sophia und Till zu berichten? Wissen die da vielleicht was wir noch nicht wissen? Seine Lippen sind also verschlossen. Doch dieses Lächeln verrät zumindest, dass er sehr zufrieden damit ist, damals Amor gespielt zu haben.